David Dunn, Sie halten sich für außergewöhnlich stark. Kevin Wendell Crump, Sie glauben, dass 2 Dutzend Seelen in Ihrem Körper leben. Sie halten sich für übermenschlich. Was, wenn ich Ihnen sage, dass Sie sich irren? Ich gehöre nicht hierher. Bald bist du nicht mehr allein. Du hast 2 neue Freunde. Ich möchte wissen, ob die Geschichten über dieses außergewöhnliche Wesen wahr sind. Ich hoffe um ihretwillen, dass er sie leiden kann. Ich habe darauf gewartet, dass die Welt uns sieht. Ihr könnt der Welt beweisen, dass wir existieren. Diese Individuen haben jeden Bezug zur Realität verloren. Viele Menschen werden sterben. Tun Sie das nicht. Vielleicht möchtest du versuchen, uns aufzuhalten. Seid ihr bereit? Glass.